Hallo, guten Morgen. Hallo, Katja, guten Morgen. Unser Flugzeug nach Frankfurt, circa 45 Minuten. Und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade in Frankfurt gelandet. Ich bin gerade von Dresden nach Frankfurt geflogen. Eigentlich wollte ich das nicht. Ich wollte eigentlich ursprünglich mit der Bahn fahren, aber das wäre zeitlich nicht so drin gewesen. Deswegen habe ich mich dann wohl oder übel für den Flieger entschieden. Nicht gerade sehr umweltfreundlich. Aber was ich überhaupt mache, ich stehe gerade im Radisson Blu oder so. Keine Ahnung, wie das Hotel heißt. Denn wir haben hier heute ein CED-Experten-Meeting mit Takeda. Da treffen sich sozusagen CED-Patienten mit Takeda generell, eben um daran zu arbeiten, die Gesellschaft mehr aufzuklären und Patienten zu unterstützen. Das ist nämlich auch Teil meiner Aufklärungsarbeit, dass ich eben auch mit Takeda unter anderem zusammenarbeite und mein Fachwissen, mein Expertenwissen sozusagen weitergebe. Denn wer hat mehr Ahnung von der Erkrankung als die Patienten selber sozusagen? Genau, dafür bin ich heute hier und ich treffe heute auch Eva und Holger wieder und sehr, sehr, sehr gespannt, wie das heute wird. Und ich werde mir jetzt erstmal eine Toilette suchen, denn ich muss echt pullern. Na dann, wenn das so ist. Ja, ein Foto. Oh, so. Nice. Oh Gott. Das ist die Schiele. Zeit, würden wir früher anfangen. Ist das okay? Ja, ja, klar. Ja, gerne. Wir würden so 12:55 dann weitermachen, dann sparen wir ein bisschen und dann passt das vielleicht. Perfekt, ja. Sehr gut. Das klingt gut. Sehr gut. Ja, ihr seid alle so groß, ich muss das so halten. Ja, wir sind halt alle groß. Übrigens, das sind Holger und Eva von Lila Hoffnung und Chronisch Glücklich, beziehungsweise Eva Misslung. Genau. So korrekt. Korrekt. Haben Sie wunderbar zusammengefasst. Muy bien. Alles Moros Krone. Genau, und wir sind heute bei dem Takeda-Experten-Meeting und haben uns jetzt hauptsächlich erstmal mit der App beschäftigt. Und jetzt geht es, glaube ich, mit Fisteln weiter. Fisteln, Patientenrechte. Kein schönes Thema. Nein. Aber wichtig, die Betroffenen zu holen. Das stimmt. Genau, also wir geben quasi unser Expertenwissen weiter. Für euch. Für euch, um anderen Betroffenen letztendlich zu helfen. Genau, also beispielsweise hatten wir letztens Fragen ausgearbeitet, die jetzt, soweit wir wissen, auch den Ärzten vorliegen. Was ziemlich geil ist eigentlich, dass wir da wirklich was mit bewirken können. Dass man uns Chaosköpfe da zusammenstecken kann und wir machen Genau. Das. Finde ich gut. Das gefällt mir. Alexa, stopp. Alter. Dieser scheiß Husten. Kurz gestorben. Oh Gott, richtig Tränen in den Augen jetzt. Ich bin wieder zu Hause und huste. Ich habe gestern nicht nochmal wirklich mich von euch verabschiedet. Es war da noch ein bisschen stressig, weil ich meinen Flug unbedingt kriegen musste und in Frankfurt am Flughafen keine Ahnung, was da los war, aber die Schlange zur Sicherheitskontrolle war so lang, also wirklich ungelogen 200 Meter. Also man hat nicht mal mehr die Sicherheitskontrolle gesehen, so weit ging diese Schlange und ich war schon 2 Stunden vor Abflug da und war dann wirklich kurz vor knapp erst an meinem Gate. Was ist das hier eigentlich für ein Pickel? Zum Glück hatte mein Flug Verspätung, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Das war richtig krass, also total chaotisch und deswegen habe ich dann gestern nicht mehr so viel gevloggt. Aber nochmal zusammenfassend, es war sehr, sehr produktiv gestern und ich habe mich total gefreut, Eva und Holger wiederzusehen und auch die anderen, die mit in dieser Expertenrunde drin sitzen, um das nochmal kurz zu erklären. Das sind alles Patienten, die CED haben, also Morbus Crohn, Colitis. Und Takeda, das ist ein
ja, Pharmazieunternehmen, das unter anderem auch Medikamente für CED-Betroffene herstellt und sich eben auch diesem Thema so widmet, die Gesellschaft mit aufzuklären und ja, das Leben der Patienten mit zu verbessern, indem man eben das Wissen der Patienten nutzt. Und wir tauschen uns da über verschiedene Themen immer wieder aus, beispielsweise eben auch über die CED-Forum-App, die ihr euch gerne downloaden könnt und da einfach mal ja, reinschauen könnt, ob das eine Hilfe für euch ist. Da kann man sich unter anderem mit anderen CED-Betroffenen im Forum austauschen, sein Wissen erweitern, man kann da Tagebuch führen, man kann da quasi auch seine CED tracken, indem man eben immer wieder Einträge macht, wie man sich fühlt, wie die Werte sind und so weiter. Also man kann auch Arzttermine hinterlegen und so weiter. Es ist an sich eine sehr hilfreiche App, vor allem aber auch sehr hilfreich für frisch Diagnostizierte, um damit so ein bisschen klarzukommen und erst einmal ja, da reinzukommen. Und ja, das war gestern ein sehr, sehr schöner Tag und ich freue mich natürlich, dass ich mit in dieser Expertenrunde sitzen darf und mein Wissen mit einbringen kann und so auch eben helfen kann, das alles ein bisschen mehr ins Rollen zu bringen und die Gesellschaft darüber aufzuklären und so auch das Leben für uns CED-Betroffene auf eine gewisse Art und Weise besser zu machen. Und ja, dazu habt eben auch ihr mir die Möglichkeit gegeben, denn ich glaube, ich wäre niemals ja, so weit gekommen, hätte ich nicht angefangen, YouTube zu machen und hättet ihr nicht angefangen, die Videos zu klicken. Denn nur so sind eben die Unternehmen auf mich aufmerksam geworden und dafür einfach mal ein riesen Dankeschön, dass ich durch euch einfach das auch nutzen kann und ja, vor allem euch Betroffenen damit auch was zurückgeben kann. Und ja, ich verlinke euch alles in der Infobox, auch die anderen, Holger und Eva, falls ihr da mal reinschauen wollt. Die haben beide, wie schon gesagt, Vereine gegründet für CED-Betroffene. Und ich finde es einfach wirklich bewundernswert, was die beiden für eine Arbeit leisten. Richtig krass. Also ich meine, ich kriege gerade so meinen YouTube-Kanal hier auf die Reihe und die beiden haben noch ihren Job und noch den Verein und Social-Media-Aktivitäten. Also es ist schon Hut ab, ihr beiden. Hat mir Spaß gemacht, mal wieder so ein bisschen zu vloggen. Und jetzt bin ich ja wieder zu Hause. Ich mache mich jetzt gerade fertig und versuche auch diesen komischen Pickel hier abzudecken. Was ist das bitte für ein Pickel? Kommt der auf einmal her? Also generell, meine Haut ist gerade wieder total am Rumspinnen. Nice. Genau. Und ich mache mich jetzt fertig, weil ich mich gleich auf den Weg zu einer Freundin mache, weil ein Kumpel aus der Schweiz nämlich gerade zu Besuch ist. Und da möchte ich ihn natürlich sehen. Und da werden wir heute ein bisschen kochen und zusammen abhängen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auch schon beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüssi.